Für meinen Direktgranulat-Extruder habe ich von der Jury des Hackaday-Preis 2021 den 5. Platz zuerkannt bekommen. Dafür meinen herzlichen Dank. Die Wartezeit auf Teile und Maschinen, die ich mit dem von DigiKey und Supplyframe überwiesenen Preisgeld geordert habe, überbrücke ich mit einem weiteren 3D-Druckerprojekt. Einem Drucker für pastöse Materialien. Inspirationsquelle war der Open Source Universal Paste Extruder von Richard Horn. Wie dieser verwendet auch mein Design Einwegspritzen, um Materialien dosiert auspressen zu können. Der Kolben der Spritze wird allerdings nicht mit einem Zahnriemen, sondern über zwei Gewindestangen angetrieben. Die Gewindestangen verhindern, dass sich der Spritzenkolben wieder nach oben bewegen kann, wenn der Extrudermotor ausgeschaltet wird. Das System ist selbstverriegelnd. Drei Zahnräder auf der Oberseite der Kartusche stellen sicher, dass sich beide Gewindestangen synchron bewegen und den Kolben somit ohne zu verkanten gleichmäßig nach unten pressen. Auf der Unterseite befindet sich ein viertes Zahnrad, das in das Ritzel des Extrudermotors greift, sobald die Kartusche längs der vier Schrauben an der Halterung der X-Achse nach unten fällt. Die Kartusche kann Spritzen mit einer Füllmenge von bis zu 100 ml aufnehmen. Prinzipiell gilt, je kleiner der Durchmesser der Spritze, umso besser lässt sich das ausgepresste Material dosieren, da pro Millimeter Kolbenhub weniger Material bewegt wird. Als Rohmaterial für erste Experimente habe ich Teig angerührt. Dieser besteht aus Mehl, Zucker und Sonnenblumenöl. Die Rezeptur ist nicht auf Geschmack getrimmt, sondern auf die passende Konsistenz für den Druck per Einwegspritze. Für Spritzen mit kleinerem Durchmesser können Einsätze gedruckt werden. Sind die Spritzen kürzer als 13 cm, so wird ein Extrazylinder eingeschoben, damit der Kolben ganz nach unten gepresst werden kann. Ist die Kartusche gefüllt und eingehängt, kann der Druck gestartet werden. In der momentanen Ausbaustufe besitzt der Drucker kein Hotend, der Teig wird also mit Zimmertemperatur extrudiert. Als Drucker kommt ein Creality CR10S zum Einsatz. Die Marlin-Firmware erlaubt mit dem G-Code-Befehl M302S0 den Extrudermotor auch ohne Hotend anzusteuern. Mit Hilfe von Trace2SCAD habe ich eine Bitmap-Datei in OpenSCAD importiert und anschließend als STL-Datei exportiert. Diese Daten habe ich dann mit Slicer in G-Code-Befehle verwandelt. Als Düsenöffnung habe ich 2 mm und als Extrusionsweite 1,5 mm eingegeben. Die Schichtstärke bei diesem Experiment beträgt ebenfalls 1,5 mm. Die Druckgeschwindigkeit ist mit 10 mm pro Sekunde recht niedrig, aufgrund der großen Extrusionsweite wird der Druck aber dennoch relativ zügig abgearbeitet. Die verwendete Spritze besitzt ein Volumen von maximal 20 Kubikzentimetern. Das hier gedruckte CAD-Modell des Linux-Maskottchens Tux ist insgesamt 3 mm hoch. Die G-Code-Datei habe ich mit einem Texteditor in zwei Hälften geteilt, sodass der Druck nach einer Schicht beendet wird. Die Kartusche wird anschließend entnommen und mit einer frisch befüllten Spritze wieder eingehängt. Die zweite G-Code-Datei enthält die Daten für die zweite Lage. Die Bohrungen für das Schnellwechselsystem befinden sich auch auf der Rückseite der Kartusche, somit kann ein automatisches Wechselsystem implementiert werden. Wird auch auf der Rückseite ein Antriebszahnrad an der zweiten Gewindestange angebracht, könnte die Spritze auch automatisch wieder befüllt werden, aber das ist momentan noch Zukunftsmusik. Ich habe meiner Rezeptur für die zweite Schicht etwas geschmolzene Schokolade hinzugefügt, um einen zweifarbigen Druck auszuführen. Musik
Die Teigmasse wird dadurch noch etwas flüssiger, was das Herauspressen erleichtert, aber auch dazu führt, dass die Teigstränge mehr verlaufen. Mit diesem Material können keine hohen Strukturen gedruckt werden, es ist fast mehr ein Plotten als ein 3D-Drucken. Nach etwa 15 Minuten ist der Tux aus Teig fertig. Die Teigmasse ist sichtbar verlaufen, was eine schön glatte Oberfläche ergibt. Plätzchendrucken funktioniert also mit meinem Spritzenextruder. In folgenden Experimenten habe ich mit den Druckparametern und der Teigzusammensetzung herumgespielt. Drucken mit 20 mm pro Sekunde funktioniert ebenfalls recht gut. Geschmolzene Butter als Schmiermittel hat nicht wirklich gut geklappt. Anfangs wurde etwas zu viel Butter aus dem Extruder gepresst und der Teig wurde mit zunehmender Druckdauer klumpiger. Beim Wechsel der Kartusche sollte die untere Lage mit dem Backpapier nicht verschoben werden, sonst geht's schief. Hier ist die Rezeptur für die zweite Lage etwas fester, der Teig verläuft nach dem Extrudieren nicht mehr. Sehr schokoladenaffine Ingenieure können natürlich auch einen Nordpol-Pinguin drucken. In den Kommentaren zu meinem Zuckerexperiment mit meinem Direktgranulatextruder wurden viele Rezeptvorschläge gemacht, mit denen zu drucken sich lohnen könnte. Viele davon ergeben pastöse Materialien wie Fruchtgummi oder Karamellbonbons, die in einem für Granulat konzipierten Extruder nur schwer verarbeitet werden können. Mit dem Spritzensystem kann die Vielfalt an druckbaren Materialien erweitert werden. An einem Ausbau mit heizbarer Spritze arbeite ich, somit sollte auch Schokolade druckbar werden. Wenn ihr Ideen habt, was noch so alles mit einem Spritzenextruder gedruckt werden könnte, dürft ihr gerne weitere Kommentare hinterlassen. Erwartet aber keinesfalls, dass ich eure Ideen teste, das müsst ihr schon selber machen. Die Ausrede, aber ich habe gar keinen 3D-Drucker, lasse ich nicht gelten, denn alles, was ihr benötigt, ist eine billige Einwegspritze. Könnt ihr euer Rezept per Hand schön auspressen und somit simple Objekte anfertigen, teilt uns allen eure Ergebnisse mit, per Video oder mit Hilfe von Fotos. Ich betreibe keinen Unterhaltungskanal, meine Mission ist es, Wissen zu vermitteln und andere Menschen dazu zu bewegen, durch Eigeninitiative neues Wissen zu erlangen. Eine Paste, mit der ich auf jeden Fall weitere Experimente durchführen werde, ist Ton, mit dem ich hier per Hand eine Struktur drucke, alles weitere ist ein Kapitel für sich. Die Nachbauanleitung für meine Spritzenkartusche und das Grundrezept des Teigs findet ihr wie immer auf meinen Seiten, klickt mal rein. Und wer immer noch zu faul für eigene Experimente ist, mich in meinen Experimenten jedoch finanziell unterstützen möchte, kann gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die mir auf diesem Wege meine Forschungen bereits versüßt haben. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald.